So, YouTube hat es geschafft, die Kanalmitgliedschaft für mich mir anzubieten. Und was soll ich sagen? Jetzt mache ich mein kleines Video. Warum solltet ihr die Kanalmitgliedschaft denn machen? Was habe ich davon und was habt ihr denn auch davon? Vorab möchte ich ganz klar sagen, für mich ist die Kanalmitgliedschaft in erster Linie erstmal eine rein unterstützende Sache. Wenn ihr Lust drauf habt, mich zu unterstützen, dann könnt ihr gerne das mit der Kanalmitgliedschaft machen. Ich habe jetzt auch mal den kleinsten Betrag, den man, glaube ich, machen kann, ausgewählt. Das waren 99 Cent. Wenn ihr das Ganze macht, habe ich noch ein paar Logos mit eingefügt. Die könnt ihr dann auch benutzen. In den Kommentaren tauchen die unter eurem Namen auf, wenn ich es richtig verstanden habe. Und ihr könnt auch diese Emojis setzen, wenn ich zum Beispiel einen Live-Chat mache. Bin da auch noch relativ neu drin. Jetzt die Frage, warum solltet ihr das überhaupt machen? Mal so ein bisschen frei von der Seele gesprochen. YouTube kostet unfassbar viel Zeit. Also ihr könnt euch, glaube ich, nicht vorstellen, wie viel Zeit ich hier rein investiere in das Ganze. Ich bin unter der Woche locker 10 bis ungefähr 15 Stunden nur an YouTube dran. Also, und da reden wir nicht vom selber vom Spielen oder vom wohin fahren oder organisieren, was man machen könnte, sondern wirklich nur rein die YouTube-Arbeiten. Heißt Videos schneiden, Reviews machen, auch hinter mir. Ich bin gerade mit einem Review wieder fertig geworden, also auch gerade in der Arbeit drin. Es ist enorm, enorm viel Zeit, die hier reinfließt. Wenn ihr das unterstützen wollt, dass ich da vielleicht einfach auch ein bisschen was rausbekomme, um vielleicht auch größere Projekte zu starten, dann würde ich mich sehr, sehr darüber freuen. Wenn ihr mich nicht unterstützen wollt, ist das auch kein Problem. Schaut weiter in die Videos, Daumen nach oben und so weiter, Kommentare und da helft mir auch. Also ihr müsst nicht dafür unbedingt Geld schicken oder irgend so ein Blödsinn, ne? Natürlich nehme ich es auch an, weil ich will ja auch AMG fahren. Ist ja wohl logisch, oder? Ohne AMG geht heute gar nichts mehr.